Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Amaria, ich grüße dich. Du hast deine Selbstständigkeit gestartet. Dein Produkt ist wunderschön mit guter Qualität. Hast du Erfolg in diesem Weg? Das klären wir bei dieser Legung. Das, was du in Öffentlichkeit präsentierst, wie kommt es an bei anderen? Diese Ehekarte zeigt die Verbindung. Jetzt nicht wortwörtlich gemeint Eheschließung, aber symbolisiert auch Verträgen. Kannst zum Beispiel Eltern oder Großeltern überzeugen, dass die dieses Produkt als Geschenk kaufen? Kannst solche Angebote auch machen. Und so kannst du diese Seite gestalten. So wie du das beschreibst, so empfinde ich auch, dass du in dein Profil nicht viel verändern sollst, sondern die Angebote, auch die Erwachsenen anschreiben, dass sie mit deinen Produkten können die Kinder beschenken. Und welche Verträge sind zum Erwarten oder wie viele Verträge, so wie du das vorstellst. Du bestimmst die Richtung mit deiner Einstellung. Angst blockiert immer alles. Also stell dir auch vor, wie toll das alles läuft und dein Produkt kommt gut an und wie viele Bestellungen hast, wie viel hast auf dein Konto mit Zahlen, ganz konkret. Welche Hindernisse hast du in diesem Weg? Das zeigt einen langen Weg. Das heißt, dieser Erfolg, dieser Umbruch kommt nicht von heute auf morgen, sondern das ist einen langen Weg. Du brauchst Geduld. Aber ich bin fest davon überzeugt, du schaffst das auch. Und die Hoffnung ist hier sichtbar. Wirst du auch Glück haben. Also bleib in deiner Vorstellung und dann läuft das alles ganz gut. Eine weibliche Person kann auch eine blonde Frau sein, unterstützt dich bei dieser Arbeit oder hast du eine schöne Begegnung und sie motiviert dich oder kann dir etwas helfen. Jetzt ganz konkret auf die Frage, schaffst du das, dieses Geschäft weiterhin führen? Hast du Glück mit deiner Selbstständigkeit? Dieses Haus symbolisiert Stabilität, so wie ein Haus aufgebaut wird. Und es hat ein Fundament, auch ein Dach über den Kopf, was auch schützt. Genau so wird deine Selbstständigkeit aufgebaut. Du hast die richtigen Kontakte. Eine Frau unterstützt dich. Dein Produkt wird als Geschenk gekauft. Nicht alle einzelne, aber das kannst du anbieten. Die Verträge laufen genauso, wie du das vorstellst. Und gib diese Hoffnung nicht auf. Auch wenn das ein langer Weg ist, dafür aber stabil. Jetzt befrage ich mein Pendel. Zwar ganz konkret auf die Zeit. Du hast ein Zeitlimit. Schaffst du das bis dahin, dass du dieses Geschäft weiterführen kannst, ohne Schwierigkeiten? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet, ja, du schaffst es. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, so schnell geht das nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet, es läuft nicht so rund, aber immerhin,
Es geht zwar schleppend voran, trotzdem bleibst in dieser Selbstständigkeit. Also jetzt schauen wir an die Zeit. Schaffst du das bis dahin? Du hast eine begrenzte Zeit. Die Antwort ist ja. Du kommst zum Geld. Liebe Amaria, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.